Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Wie ein paar Kinder nach der Strafpredigt ihrer Eltern standen die fünf Engel im Vorzimmer des Audienzsaals und ließen gemeinsam die Flügel hängen. Keinem von ihnen war nach Reden zumute. Diesmal duldet Abgelaum kein Widerspruch. Der Anflug eines Lächelns, halb resigniert, halb aufmunternd, lag auf Ariels Lippen. Die anderen nickten zustimmend, auch wenn auf ihren Gesichtern mehr oder weniger unverhohlener Widerwille zu lesen war. Sie erreichten die obere Flugplattform auf der Westseite des Himmels. Ein kühler Abendwind strich über die Zinnen und trieb nur ein paar vereinzelte Regentropfen vor sich her. Quälend präzise, wiederholte Maloriel die Worte des Inquisitors der Michaeliten. Du wirst nichts tun, außer ihm zusehen, lernen, gehorchen, meine Kleine. Offensichtlich hatten die Worte des alten Mannes den stolzen Bewahrer des Wissens noch viel mehr getroffen als Ariel selbst. Sie wusste, dass viele ihrer Ordensgeschwister oft der Todsünde des Hochmutes beschuldigt wurden. Und das zu Recht, wie sie glaubte. Sie versuchte deshalb stets, sich in Demut zu üben. Überlegt euch das doch mal. Carolus hat Menschen verbrennen lassen, nur weil sie im Verdacht standen, die Autoren gebannter Schriften zu sein. Und wir stellen uns hin und predigen den Menschen Gnade und Mildtätigkeit? Was für ein Hohn. Und jetzt setzt sich dieser senile Menschenverächter über alle Traditionen hinweg und gefährdet die heilige Einheit unserer Schar? Maloriel schäumte vor Wut. Jetzt, nachdem sie dem Ab und seinem unangenehmen Gast aus Eterna den Rücken gekehrt hatten und unter freiem Himmel standen, musste er sich nicht mehr im Zaum halten und ließ seinen Worten freien Lauf. Wie gern würde ich ihm einmal nachts über den Weg fliegen! Hüte deine Zunge, Maloriel. Ariel blickte ihn kurz warnend an, bevor sie ihren rastlosen, traurigen Blick über die Gesichter der anderen wandern ließ. Auch Adoniels Kopf war hochrot vor mühsam unterdrücktem Zorn, während Rahel ein geduldiges Lächeln auf den Lippen trug. Daniel lehnte etwas abseits mit vor der Brust verschränkten Armen an der Mauer neben dem Torbogen, durch den sie die Plattform betreten hatten. Sein Gesicht war, wie so oft, zu einer fast ausdruckslosen Maske erstarrt, die nichts über sein Inneres verriet. »Lass doch die Flügel nicht hängen, Kinder!« ertönte da unvermittelt eine respektlose Stimme von schräg oben. Aus dem wolkenverhangenen Nachthimmel glitt lautlos ein hochgewachsener, kahlköpfiger Engel herab. Seine grün gesäumten Gewänder kennzeichneten den Neuankömmlingen unzweifelhaft als Urieliten. Und als er jetzt mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen neben der Schar landete, lehnte er seinen ordenstypischen Langbogen an die steinerne Brüstung. »Mein Name ist Varkanel und ich gehöre nun zur Schar.« »Ich weiß sehr gut, zu wem du gehörst, Bruder«, schnitt ihm ausgerechnet der sonst schweigsame Daniel das Wort ab. Ariel war erstaunt, wie viel Abscheu und Verachtung in den Worten des sehnigen Urieliten mitschwang. Daniel stieß sich von der Mauer ab und trat so dicht vor seinen überraschenden Ordensbruder hin, dass dieser unwillkürlich einen Schritt zurückwich und völlig aus dem Konzept geriet. Die beiden Urieliten starrten einander sekundenlang wortlos an. Dann nahm der immer noch verunsicherte Varkanel den Rest seiner Selbstachtung zusammen und brach das eisige Schweigen. »Ich komme wegen dieser hässlichen Entscheidung von Abgelaum.« »Hässlich nennst du das?« unterbrach ihn Daniel erneut. »Deine Wortwahl ist erstaunlich zurückhaltend, Varkanel.
Ich gehöre zusammen mit Paliel vom Orden der Gabrieliten, Baraliel vom Orden der Rameliten, Machasiel von den Raphaeliten und Kaliel von den Raguiliten zur Schar von Hinaiel. Wir sind eigentlich im Kloster Beneveto in Italien stationiert und warten hier im Himmel derzeit auf unseren sechsten Mann, fuhr der kahlgeschorene Junge mit dem Langbogen fort. Aber er hatte keine Chance, seinen Satz zu beenden, denn die Nennung des Namens seines Michaelitenbruders traf die gesamte Schar ins Mark. Alle ließen nun ihre Empörung freien Lauf und redeten durcheinander. Lediglich Daniel, der bereits gewusst hatte, zu wessen Schar sein Ordensbruder gehörte, stand wortlos da und verzog wieder keine Miene. »Ruhe!« rief Ariel schließlich ihre Schar zur Ordnung. Sofort schwiegen sie alle, doch bevor Varkanel den Rest seiner Botschaft überbringen konnte, erklang Maloriels kühle Stimme. »Bei deiner Schar scheint so einiges nicht so zu sein wie bei den anderen Scharen, mein lieber Varkanel. Du trägst dein Haar nicht den Regularien deines Ordens entsprechend. Ihr seid zu sechst, nicht zu fünft, wie es heute üblich ist, und ganz offenbar hat euer Michaelit die Zeit und die Kraft, gleich zwei Scharen seiner segensreichen Führung zu unterstellen.« Er gab sich nun kaum noch Mühe, den Spott in seiner Stimme zu verbergen. »Du möchtest uns nicht zufällig alles ein wenig näher erklären, Varkanel von den Urieliten?« Doch langsam verlor Varkanel die Geduld. »Jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Ihr werdet mir jetzt augenblicklich hinunter in den Schlafsaal meiner Schar folgen.« Wieder war es Maloriel, der den kahlköpfigen Engel unterbrach. »Flieg von mir aus heim in deine Abtei in Italien oder bleib hier. Aber geh mir aus den Augen, Mann!« fauchte er und machte einen bedrohlichen Schritt auf Varkanel zu. Bevor Ariel eingreifen konnte, schoss eine kleine, drahtige Gabrielitin aus dem Nachthimmel heran. Sekundenbruchteile später hing sie mit weit gespreizten Flügeln zwischen den beiden Streithähnen in der Luft. Ihre mächtigen Schwingen hoben und senkten sich träge und wirkten dabei umso größer, weil ihr Körper so zierlich und zerbrechlich war. Sie war kaum größer als Ariel selbst. »Lass mich dir deine Fragen beantworten, mein ungestümer Freund«, sagte sie ruhig und höflich. »Wir sind in unserer Schar zu sechst, weil es in Beneveto schon seit Anbeginn der Orden ein Kontingent Raguiliten gab, dessen Angehörige den Scharen traditionell als sechstes Mitglied beigeordnet wurden. Sein Haupthaar verlor mein Scharbruder Varkanel in einem Gefecht mit einem Libellendämon der Traumsaat. Und Hinaiel hat Zeit, Ariel zu unterstützen.« Ihr Zögern war kaum merklich. »Bei Kaliel, besagter Raguelit, derzeit vermisst wird, seit er auf einer Botenmission ins Kloster Cluny verschollen ist. Wir anderen werden hier im Himmel auf ihn warten, während Hinaiel mit euch unterwegs ist. Hättet ihr jetzt vielleicht endlich die Güte mitzukommen und euren neuen Anführer kennenzulernen?« Lächelnd ließ sie ihren Blick langsam über die Gesichter der fünf Engel wandern. Doch Ariel sah, wie ihr Lächeln gefror, als sie erkannte, wie sehr die Entscheidung des Amtes sie und ihre Schar verletzt hatte. Doch zweifellos waren auch Hinaiels Befehle vollkommen eindeutig gewesen. Natürlich wollte er so schnell wie möglich sehen, wie seine Chancen standen, aus diesen Engeln, die nicht zum ersten Mal in Verruf gebracht hatten, eine schlagkräftige Truppe zu machen. Ariel wusste, dass sie und die ihren mehr als einmal durch unkonventionelles Vorgehen aufgefallen waren, und im Grunde war es nur Abgelaum zu verdanken, dass die Schar überhaupt noch in dieser Form zusammen war. Bisher hatte sie mit verschränkten Armen stumm an der Brüstung gestanden und den Worten der neu eingetroffenen Engel gelauscht. Jetzt sahen die anderen Mitglieder ihrer Schar sie fragend an und warteten auf eine Anweisung von ihr. Verbissen nahm Ariel den letzten Rest Stolz zusammen, der ihr noch geblieben war, nickte und richtete sich zu voller Größe auf. Zwischen zusammengekniffenen weißen Lippen presste sie einen einzigen Satz hervor,
den es noch zu sagen gab. Wir sind Engel des Herrn. Wir sind Boten des Lichts. Wir hören und wir gehorchen.